Willkommen zum Leckerbissen von einem Testspiel zwischen Fortuna und dem 1. FC Köln. Das Duell findet in der Vorbereitungsphase jetzt schon zum dritten Mal statt und Peter Stöger vom FC hat verlauten lassen, dass diese Tradition ruhig beibehalten werden soll. Spannend bei der Fortuna die Frage um den Mann zwischen den Pfosten. In der Vorbereitung musste die bisherige Nummer 1 André Poggenborg immer wieder seinen Platz für den jungen Tim Boss räumen. Rein ins Spiel und direkt der erste Angriff der Fortuna. Der Mann! Artistisch. Noch früh im Spiel, aber eins kann man schon mit Sicherheit über den FC sagen, Hamdi Damani, Hamdi nicht. Die anschließende Ecke. In der Mitte kommt der Ball zu Uafero. Tor! Uafero steigt gegen zwei FC-Spieler am höchsten und wuchtet das Ding aus kurzer Distanz ins Tor. Uafero ist in der Innenverteidigung für seine physische Spielweise bekannt. Hier zeigt er Durchsetzungsvermögen in der Offensive. Dann ist auch der FC im Spiel und kommt vors Tor. Der agile Rudnevs tanzt Kapitän Flottmann aus. Und scheitert an Poggenborg. Die bisherige Nummer 1 der Südstädter verhindert reaktionsschnell den Tunnel. Der gewohnt sichere Rückhalt. Dann eine Schrecksekunde für die Fortuna. Neuzugang Mike Kegel geht nach diesem Zweikampf zu Boden und muss behandelt werden. Kegel kann aber weiterspielen. Nerv am Arm geprellt, nichts Schlimmes. Der erste FC weiter im Vorwärtsgang. Aber Poggenborg passt auf und spielt mit. Starke Reflexe, gute Strafraumbeherrschung. Poggenborg zeigt, dass er seinen Platz zwischen den Pfosten behalten will. Sprung in die zweite Halbzeit. Fortuna jetzt mit Boss im Tor statt Poggenborg. Und der macht gleich weiter, wo Poggenborg aufgehört hat. Boss taucht schnell ab und entschärft den Schuss des durchgebrochenen Bittencourt. Der 23 Jahre junge Keeper, in der letzten Saison in allen Pokalpartien eingesetzt, hier meldet er Ansprüche auf Liga-Einsätze. Dann mal wieder die Fortuna. Lars Bender mit dem Schuss. Und auch der FC hat nicht nur einen guten Keeper. Sven Müller spielt die zweite Halbzeit beim Bundesligisten und die spielt er gut. Schlussphase des Spiels. Risse wird nicht gestört und kann flanken. Uafero mit der Rettungstat vor dem einschussbereiten Osako. Uafero schmeißt sich vorne wie hinten rein und bleibt erfolgreich. Die letzte Szene gehört der Fortuna. Der junge Serhat Koruk zum 2:0? Nein, Pfosten. Es bleibt dabei. Im Sturm gibt es nach dem Abgang von Königs und Biada bei der Fortuna noch Luft nach oben. Dann ist Schluss. Die Fortuna siegt im Derby mit 1:0. Gelungene Generalprobe für den Auftakt zur dritten Liga. Der FC steht am Anfang der Vorbereitung und das war heute auch zu sehen.